So, willkommen zur nächsten Folge der neuen Clicker. Und jetzt ist jetzt einfach ein Campaign-Clicker zur aktuellen Situation in USA, wo ja jetzt gerade wieder der nächste Präsident gewählt wird und es vielleicht ja sogar eine Präsidentin werden könnte. Schauen wir mal, wie dieses Spiel sich dort tatsächlich platziert und was die Errungenschaften dabei sind, weil immerhin hat es 11 Errungenschaften dabei. Und ja, das Ziel ist, so wie ich es verstanden habe, der einen oder anderen Seite zum Sieg verhelfen, indem man, also Trump definitiv nicht, also die andere Seite. Schreckliche Musik. Okay, der automatische Klicker funktioniert nicht. Super, bin ich jetzt schon begeistert. Leaflets. Mehr, also es erinnert eher an sowas wie Cookie Clicker. Kostet 22, every click earns one more vote. Voting ends in 6 Stunden, also beziehungsweise in 7 Stunden. Na super. Ist das eigentlich regulär oder ist das eher irgendwie so, dass das jetzt einfach nur das Spiel jeden Tag irgendwie sich zurücksetzt. About. This game is made by Spring Loaded, a company based in Singapore. Okay. We have no affiliation with any political parties in the USA or sonst wo. Wir haben dieses Spiel gemacht für einen einzigartigen Weg zu experience political events. Ja, genau. And set out to make it as balanced as possible. To get your voice in the game, tweet us at Campaign Clicker. Okay. Gut. Also, Leaflets mal 2. Hier gibt es noch ein paar Informationen. Total Push erst 5. 0,1 pro Upgrade, 0,5 aktuell. To buy an upgrade, click the right hand side of the button. Ah, okay, das heißt, wenn ich auf das Bild klicke, kriege ich auch die Informationen. The idea of tracking down and deporting as many people is absurd, inhuman and un-American. No Trump. Apropos, wo ist Trump? Viewing opponent. Aha, ich kann ihn mit There is no question we will handle the threats of terrorism best at put us. Okay. Also 0,7 Votes pro Sekunde. Overview Progress. 323 Millionen Votes remain. Dig for more. Click the screen and invest in upgrades to earn votes for your party. Your first goal is to earn enough votes to take the White House. Population of the USA. 323 Millionen, zumindest die spielen dürfen. The limit. Every campaign only lasts only 24 Stunden. Ah, okay, das heißt, deswegen ist in 7 Stunden dann das Ganze vorbei. At the end of each day, your votes are counted and the results are determined. Okay, also am Ende des Tages steht dann fest, wer diesmal gewinnt. You can spend the votes you have collected to invest in upgrades. Upgrades automatisch erzeugen neue votes when you are playing the game. This is indicated by the VPS votes per second displayed in the top left. Yeah. Multiplayer and vote coins. Finishing eine Kampagne earn vote coins. Die sind dauerhaft. Jeder Coin, jede Münze, die du erhalten hast, bekomme ich extra votes am Anfang einer jeden Kampagne. Collecting vote coins also earn multiplier tokens that multiply your VPS by the number you hold. Landslides. Winning with 100% or more of the votes available earns you a landslide. Jedes Mal, wenn ein Spieler in der World earns a landslide, they add a point to the global landslide scoreboard for the party they are supporting. Get landslide to show your support. Quotes. The game uses real quotes from politicians. Some are taken from Twitter and others are famous quotes. Ah ja.
Das heißt, die ganzen Ausrufe sind irgendwo abgekupfert und sind tatsächlich von irgendjemandem mal so in die Welt gepostet worden. Make sure you vote for the party you really believe in. Ich glaube für keine von beiden Seiten, niemals. Try to get as many votes as possible in 24. Bin ich jetzt durch? Achieving higher and higher targets unlocks new characters to play with and more vote coins. So, the billboards. Multiplier ist 0. So, also das hier ist complete campaigns to earn vote coins. The screen is locked. To unlock it, earn a landslide. Collect at least 323 Millionen Votes in a single campaign to get a landslide. Each campaign lasts only 24 Stunden. Vote coins are converted into permanent. Hey, Offer. Was für eine Offer. These tokens multiply the rate at which you earn votes from your upgrades. You can earn them by collecting vote coins in normal gameplay or save time by buying them here. Also Geld verdienen wollen sie damit doch. Hey, was ist denn mit dem Ballon da? Get bonus. Instantly build. 5 Upgrades. The upgrades will be randomly select from those you have already unlocked. Use boost. Use the boost. Infinite Boots. Ja, natürlich. Nein, danke. Okay, das hier, Select a Candidate. Das ist Hillary Clinton. Und das war der Trumpy. Und wen habe ich hier noch? Bernie Sanders. Von dem habe ich zumindest auch mal im Vorfeld gehört. Und hier Ted Cruz. Keine Ahnung. Republikanischer Kandidat 2016. Was haben wir denn hier noch? Ja, einen Außerirdischen. Alien Commander is not available yet. Get a total of 20 Landslides victories to unlock. Na, das wäre doch mal ein Grund. Ja, ein Zauberer. Ein Wikinger. Ein Computer. Ein Teddy Roosevelt. Benjamin Franklin. Martin Luther und George Washington. Was haben sie hier noch? Clint Eastwood. The Governator. Sarah Palin und Richard Nixon. So, wen haben wir hier dann noch? John Glenn. Barack Obama. Bill Clinton. Hoffentlich findet er eine gute Praktikantin. John F. Kennedy. Use 999 Vote Coins to unlock this candidate. Keep on collecting votes to earn coins. Keep on playing to collect enough votes for a landslide victory. Earn 2 coins on next day or landslide. Gut, das hier sind jetzt diese ganzen Multi-Click-Geschichten. 11 Finger, kostet 95. So, also zumindest mal 10 pro Dingsbums. Und hier noch irgendwie, um die Auto-Votes weiter hochzubekommen. Dann machen wir mal gleich die 500 voll. Okay, da steht jetzt nicht, was es ist. New Upgrade. This upgrade is locked to make it available to need to buy grassroots campaigns. Okay, also ich muss die zweimal gekauft haben, bevor ich die... okay, dann kann ich gleich mehrere auf einmal kaufen. Okay, Time left 6 Stunden. Jawohl, Landslide. Wyoming, next milestone, Moorcraft Wyoming. Weniger als 0,001% Votes earned. Wenn ich die immer wieder ausgebe, gelten die dann eigentlich überhaupt? Merchandise. Was ist das? Good evening from Hofstra University in Hempstead, New York. I'm Lapstone, anchor of the NBC Nightly News. I want to welcome you to the first presidential debate. Ah ja, okay, vorspulen. Department tonight at Donald Trump and bla 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 bla. Okay, nicht so spannend. Was ist das? Get Multiplier, use Boost. Ne, jetzt nicht. Das heißt, da kann man die beiden wahrscheinlich wieder tatsächlich die Sachen dann nachspielen, die in diesen beiden Debatten da irgendwie vorgestellt wurden. Kann man die Vögel da abschießen? New Milestones. You have collected more votes than the population of Moorcraft, Wyoming. Ah ja, Next Milestones 10.586.
Okay, 10.605, was auch immer. What was. Ja, das kann ich erst anfangen zu lesen, weil es ist ja eh bloß Blödsinn. So, hier mal noch die nächsten. Das sind. Ja, die Frage ist, wie weit es da eigentlich weitergeht. Und wie viel ich dafür brauche. Also es erinnert mich immer noch sehr an Cookie-Clicker, auch wenn irgendwie das nicht mal annähernd so viel Vielfalt anscheinend hat. Aber auf jeden Fall kann ich inzwischen etliche Votes einsammeln. Und anscheinend werden mir die Votes nicht großartig von anderen weggeklaut. Beziehungsweise ich kann wahrscheinlich hier drüben gucken und weiß nicht, ob ich dem da irgendwas an den Kopf werfen kann, aber ich glaube nicht. Es sieht nur ein bisschen merkwürdig aus. Und hier kommen natürlich nur Sternchen, so wie es sein soll. Ha. Okay, use boost. Use the boost. You have 8 left in this campaign. Boost activated. Special reward earned. Hold your mouse on the screen to shower votes for 30 seconds. Ah ja. Gibt's hier irgendwo einen. Ah, da drüben ist ein Counter. 16 Sekunden, 15 Sekunden. Und ein Gebimmel dazu. Komm, gib mir mehr Stimmen. Dann müsst ihr da jetzt gleich die 10.000 voll haben. Jawohl, nächster Milestone 70.000. Your total votes now included the population of Jackson, Wyoming. Next Milestone 70.052. Da ist der nächste Campaign-Klimbim. 2.500 brauche ich jetzt, um den 49. Finger freizuschalten. Jawohl. Use Boost. Ich will ja eh nicht mehr lange spielen, dann kann ich sie auch gleich benutzen. Hold your mouse on the screen to show votes for 30. Achso, ist wieder das gleiche. Das ist sozusagen so Art, wie eigentlich ein Dauerklicker sein sollte, auch wenn das für das Spiel irgendwie geblockt wird. Ja, jetzt habe ich 50 voll, das reicht. So, dann kann ich ja hier die nächsten Merchandise aufmachen mit 0,8. Und dann dazu so mal 10, auch mal 10, dann habe ich zumindest 10 Votes per Sekunde aktuell. Da kann ich noch einige dazu kaufen. Die Frage ist, lohnt sich das jetzt eigentlich? Also 8 Votes pro Sekunde und hier brauche ich wie viel? 2 von den Merchandise. Dann Radio Television ist einer pro Sekunde. Und davon brauche ich wahrscheinlich dann wieder. Ne, da brauche ich jetzt sogar 5. Ah, da ist der nächste Luftballon. Also noch einmal. Jawohl, 6 haben wir noch. Kann ich hier irgendwas rumklicken? Boost activated. Instantly build 5 Upgrades. The upgrades will be randomly select from dues you have already unlocked. Okay, diesmal ist tatsächlich ein anderer Boost gewesen. Okay, und der hat irgendwo was dazu gekauft. Na gut. Also sind noch ein paar Millionen Stimmen übrig. Wer möchte. Wenn ich die jetzt eigentlich kaufe, ja, da werden die wieder freigesetzt. Also soweit hier heute der Campaign-Clicker. Wenn ihr einfach so just for fun ein bisschen Langeweile habt und nichts Besseres zu tun habt, als eure Maus zu transalieren, dann könnt ihr ja da mal reinschauen und für welche Seite auch immer dort ein bisschen rumklicken. Ich bleibe dabei, nicht wählen ist die bessere Option, weil ich möchte nicht, dass irgendjemand anders in mein Leben reinfuscht und irgendwelche Sachen verabschiedet, die dann mein Leben tangieren und sich anmaßt, dass er das dürfe. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!